Warnung, dieses Video ist nur für selbstdenkende Menschen mit Humor geeignet. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir leben in einer Zeit, in der die Gesellschaft und die Regierung uns politisch einordnet und uns sagt, was die Wahrheit ist. Ich persönlich finde das ja sehr gut, da es auch irgendwo entlastet, weil man muss gar nicht mehr selber denken. Also, seit neuestem existiert ein negativer Artikel über meine Person im Internet, der nur so von Anschuldigungen wimmelt, und den gucken wir uns heute mal genauer an und werden ihn auseinanderreißen. Wir müssen einfach nur bei Google ein Gollan eingeben und dann ist schon der vierte Link dieser wunderbare Artikel über mich. Das heißt, Menschen, die mich noch nicht so gut kennen und mich googeln, sind auf jeden Fall direkt positiv gestimmt nach diesem Artikel. Aber Spaß beiseite, wir gehen jetzt mal genauer drauf ein. Ganz fett oben auf der Startseite steht Bell Tower News, Netz für digitale Zivilgesellschaft, ja wunderbar, von keiner geringeren Stiftung als der Amadeo-Antonio-Stiftung. Soll ich jetzt schon drauf eingehen oder nicht? Ich denke, jeder von euch hat schon mal was von dieser Stiftung gehört oder auch vielleicht von diesem Netz für digitale Zivilgesellschaft. Aber für alle, die jetzt auf dem Schlauch stehen, ich habe die Stiftung schon mal erwähnt in meinem Warum habe ich Funk abgesagt Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier irgendwo oben anklicken. Denn diese Stiftung hat eine Meldestelle für Antifeminismus eingerichtet. Da stellt sich jetzt erstmal die Frage, was ist Antifeminismus, was ist überhaupt Feminismus? Hat er noch eine hohe Relevanz in der aktuellen Zeit? Über diese ganzen Themen habe ich auch in dem Video gesprochen. Die Meldestelle ist auch ein bisschen verrückt, weil sie kein wirkliches Ziel hat, außer natürlich alles Mögliche, was in die Richtung Antifeminismus rum und dran geht, dort zu melden, um dann später eine Liste aufzustellen, in der man dann sagen kann, oh Gott, es ist jetzt wieder gestiegen, so und so viele Frauen haben sich den Antifeminismus zugewandt und das ist jetzt aber wirklich sehr rechts und das ist jetzt aber wirklich mega, mega schlimm. Das ist so das grobe Ding, was sie da gerade durchziehen in dieser Stiftung. Und selbst Funk hat mal gesagt, dass dieser Stiftung sehr oft Stasi-Vergleiche angehangen werden. Und da wundert man sich jetzt aber nicht, denn die Gründerin von dieser wunderbaren Stiftung hat auch 8 Jahre bei der Stasi gearbeitet. Der Name sollte euch vielleicht auch bekannt sein. Annetta Kahane hat diese Stiftung 1998 gegründet und war seitdem hauptsächlich im Vorstand dieser Stiftung. Schauen wir aber jetzt nun mal ganz entspannt in den Artikel rein, denn es fängt oben an. Der Artikel heißt Die Nachwuchsrechtsfluencer. Ja, erstmal kreativer Titel, kann gar nicht negativ sein. Jetzt ist doch kreativ auch. Also top, super gemacht. Darüber steht Jung und Reaktionär. Ich bin jung, reaktionär, nee, also was damit aus deren Sicht wahrscheinlich gemeint ist, ist einfach eine politische als auch gesellschaftliche Interesse, die deren Meinung nach aber nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist mir egal, ob es jetzt reaktionär ist oder nicht. Gehen wir aber erstmal weiter und ich lese mal den ersten Absatz vor, der wirklich schon hammerhart anfängt. Eine neue Welle politischer InfluencerInnen zeigen ihre Abwertung auf TikTok. Also, ich werde mich jetzt nicht schon wieder zu diesem Gender-Thema äußern, aber merkt ihr nicht, dass der Sprachfluss kaputt geht und die Aggressionen steigen? Influencer zeigen ihre Abwertung auf TikTok, Instagram und YouTube. Ich denke mal, da ist ihnen einfach ein Fehler unterlaufen. Sie wollten bestimmt Aufwertung schreiben. Denn die Videos sind natürlich super. Ey, das ist ja der Hammer. Gehen wir weiter. Sie sind jung, meinungsstark und rechtsoffen, aber geschickt. Rechtsoffen, was soll das jetzt heißen? Für mich ist es jetzt nicht unbedingt negativ, denn ich bin rechtsoffen, ich höre mir Argumente von der rechten Seite an, ich höre mir aber auch Argumente von der linken Seite an, was dann ja auch heißt, ich bin einfach offen für generell unterschiedliche Meinungen, was eigentlich eine sehr positive Eigenschaft ist. Also würde ich mich hier erstmal für diesen Satz bedanken und wir gehen mal weiter. Die GNZ-Internet-Propagandisten versuchen aus dem digitalen Erbe der identitären Bewegung zu schöpfen, um den vorpolitischen Raum mit reaktionären Ideen zu erobern. Ist natürlich jetzt auch eine Mutmaßung, denn dort wird jetzt einfach mal die These aufgesetzt, dass wir irgendwas mit der IB, der identitären Bewegung, zu tun haben, was nicht so ist. Schön, dass man das dort erstmal reinhaut, denn es gibt, glaube ich, richtig viele Menschen, die einfach nur für meinen Namen googeln, um zu wissen, ist sie jetzt wirklich rechts oder ist sie jetzt gut, ist sie böse, wie ist sie eigentlich? Anstatt sich eine eigene Meinung zu machen, googeln sie das dann und dann lesen sie vielleicht nur diesen einen Absatz und denken sich, okay, sie ist rechts. Ja gut, dann brauche ich ja keine Videos von ihr gucken. So einfach ist das heutzutage. Deswegen, Leute, denkt selbst, ja? Wer außerdem selbst denkt, ist der Sponsor meines heutigen Videos.
Hörner, ein Unternehmen, welches qualitativ hochwertige Schreibwaren verkauft. Ihr habt die Auswahl zwischen wunderschönen Kugelschreiber, Tintenroller und Füllfederhalter sowie verschiedenen Schreibsets. Wie zum Beispiel die Konferenzmappe in zwei unterschiedlichen Farben. Außerdem ist es eine Marke, die nicht davor abschreckt, mit mir zu arbeiten, nur weil mal ein negativer Artikel über mich existiert. Und da ihr, meine Zuschauer, selbstdenkende Individuen seid, dürft ihr frei entscheiden, ob ihr euch mit meinem Affiliate-Link, der in der Beschreibung ist, und meinem Rabattcode 1Golan10 10% spart und etwas Schönes aus dem Shop aussucht. Gehen wir weiter. Hier haben wir wieder das Wort reaktionär. Ist auch, glaube ich, das Lieblingswort von der DES-AutorInnen. Also wir sind jetzt fortschrittsfeindlich, weiß ich nicht. Kommt drauf an, welchen Fortschritt wir meinen. Wenn wir über den Fortschritt der Frühsexualisierung reden, dann bin ich auf jeden Fall ganz, ganz weit in der Vergangenheit, wo Kinder noch nichts mit Sexualisierung zu tun hatten. Dann würde ich sagen, ja. Der Artikel ist von de.hate oder dhate, wie auch immer. Wenn man da jetzt draufklickt, dann sieht man, dass dort kein Bild ist, also wahrscheinlich ein anonymer Autor. Der Name spricht schon mal Bände. Hate ist schon mal in dem Namen drin. Jetzt kommt was ganz Lustiges. Der Artikel kam am 4. Juli 2023 raus und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum machst du jetzt das Video? Ist es jetzt nicht ein bisschen spät? Ich sage nein, denn das Ding ist immer noch top aktuell und ich habe dieses ganze Video schon mal aufgenommen, was aber auch schon wieder 2 Monate her ist. Ich habe die Dateien verloren, bin ich ehrlich. Habe ich einfach, ist weg, passiert mal, kann man nichts machen, muss man jetzt einfach nochmal durch. Aber es ist schon so lange her, dass ich jetzt nochmal mit einer ganz neuen Frische und Energie daran gehe. Machen wir aber weiter. Wir sehen hier ein wunderschönes Bild von unserer Reise. Es geht direkt volle Kanone los mit einem Zitat. Wir werden so degeneriert und abgefuckt über die Ideologie, die uns gebrainwashed wird. In Klammern steht cis, also dass es eine männliche Person gesagt hat, finde ich jetzt unnötig, das da reinzuschreiben, weil damit wird ja auch ein Zitat verfälscht, weil er hat ja nicht gesagt, reingebrainwashed in Klammern cis wird. Er hat das nicht gesagt, also sollte man es vielleicht entweder hintersetzen oder man lässt es einfach, ja? Wir lassen es einfach. Lautet ein O-Ton aus dem Jugendfilm Deviant. Und das stimmt nicht, der Film heißt nicht Deviant, Jugendfilm heißt On Tour. Einfach mal besser recherchieren, dann wüsste man das auch. Allein dieses Zitat spricht schon Bände, denn ich stelle jetzt die These auf, dass ich glaube, dass der Autor einfach nur den Trailer von uns angeschaut hat und aufgrund dessen sich eine Meinung über uns als Personen und über die Reise, über den Film, über alles gebildet hat, was ziemlich schwach ist. Also ich weiß, dass diese Stiftung bestimmt über einige Taler mehr verfügt als ich zum Beispiel. Das heißt, man hätte sich auch einfach den kompletten Film angucken können, aber dafür ist die Zeit dann wahrscheinlich wieder zu schade. Die ganze Zeit hier Hate verbreiten, aber sich dann nicht mal die Mühe machen, den kompletten Spaß anzugucken. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt den Barbie-Trailer geguckt und weiß jetzt, dass der Film scheiße ist. Nein, das wusste ich erst, nachdem ich den Film gesehen habe, dass der scheiße ist. Gut, machen wir weiter. Gedreht wurde dieser von den jungen Influencern, bla bla, 1Golan, die aktuell besonders bei den unter 20-Jährigen populär sind. In Deviant touren Leonard und Michelle durch Deutschland. Übrigens der erste Artikel, in dem mein voller Name steht, denn am Anfang habe ich ja noch versucht, meinen Nachnamen aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, was mir ziemlich gut gelungen ist, erstaunlicherweise, obwohl mein Nachname ja in meinem YouTube-Namen steckt, aber irgendwie hat es keiner gerallt. Und naja, es hat gut funktioniert, aber das war, glaube ich, echt so der erste Artikel, der meinen Nachnamen herausgefunden hat, was auch nicht so schwer ist, und ihn publiziert hat. Aber ich meine, jetzt ist es so, es war auch nur eine Frage der Zeit, aber trotzdem sehr interessant. Machen wir weiter. Dabei übernachten sie im vermeintlich linksextremsten Viertel Deutschlands, interviewen impfskeptische Bodybuilder und führen tendenziöse Straßenumfragen durch. Also erstmal Bodybuilder, verstehe ich jetzt nicht, warum da die Mehrzahl gewählt wurde, weil wir haben nur einen Bodybuilder interviewt. Aber gut, tendenziös, uns wird also gesagt, dass wir nicht objektiv seien. Okay, schauen wir mal, ob dieser Artikel objektiv ist. Kleiner Spoiler, ich denke nicht. Jetzt noch ein kurzer Satz der Nostalgie, bevor der Hate erst richtig losgeht. Ich frage mich auch wirklich, wer diesen Artikel Korrektur gelesen hat. Ich denke mal niemand, denn im nächsten Satz steht, denn bei Deviant vielmehr handelt es sich vielmehr um den Versuch, war ja rechtsoffener Junginfluencer, eine neokonservative, stark anti-emanzipatorische Lebensart zu präsentieren. Also wenn ich keine eigenständige Frau bin, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen habe ich auch keine Anti-Haltung dazu, dass Frauen ihren Weg gehen und auch beruflich ihr Ding machen sollen. Habe ich nie gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dass es zurückgeht, dass immer mehr Frauen sich nur auf den Beruf konzentrieren und gar nicht mehr Kinder wollen und Familie und so. Aber das habe ich ja schon 30 Mal gesagt, nee.
Ihr Film soll polarisieren und ihre junge Zielgruppe emotionalisieren. Die Sprache ist einfach klar und jugendaffin. Ja, weil wir diese komischen Sternchen weglassen mit dem Innen dahinter. Sollst vielleicht auch mal probieren. Dabei flechten sie ihr reaktionäres Weltbild, das reich an logischen Fehlschlüssen, desinformierenden Taktiken sowie verschwörungsideologischen Erzählungen ist, nahtlos in ihren Content mit ein. Auch abseits vom Filmbusiness sind ein Gollan und Ketzer erfolgreich. Ist das jetzt eine Gefahr? Habt ihr jetzt Angst? Was heißt schon erfolgreich? Ich rieche Angst. Ich rieche ganz große Angst. Aber es ist alles gut. Es wird alles gut. Kommen wir aber nun zu meiner Person. Und Michelle. Sie inszeniert sich gerne mobil, ungebunden und posiert häufig zusammen mit ihrem blauen Bulli. Das stimmt. Den sie scheinbar Gunnar getauft hat. Nicht nur scheinbar, sondern offensichtlich, denn auf dem Auto steht Gunnar und überall sonst habe ich diesen Namen draufgehauen. Das wirkt entspannt und spontan. Vermittelt aber auch, dass sie allzeit bereit ist, verschiedene Events und Proteste abzugrasen, um ihre menschenfeindlichen Positionen zu verbreiten. Was soll das denn jetzt für ein Bild von mir vermitteln, dass ich so den ganzen Tag in meinem Bulli sitze und nur darauf warte, dass ich irgendwo im Internet lese, oha, oha, da ist jetzt eine neue Demo, ich fahre da sofort hin und versucht besonders menschenfeindlich zu sein. Also jeder, der mal irgendein Video von mir gesehen hat, kann hoffentlich bestätigen, dass ich alles andere als menschenfeindlich bin, denn ich bin die Person, die auf die Straße geht und mit jedem Menschen redet, was ich von euch wahrscheinlich nicht behaupten kann. Aber falls wir mal zusammen reden wollen, dann können wir das gerne machen. Wir können ja noch ein Video aufnehmen und dann gehen wir den Text nochmal genauer durch und als Autor kann mir dann erklären, was genau damit gemeint ist. Also es ist wirklich... Es ist sehr lachhaft. Kommen wir nun zu den verklausulierten Botschaften. Das Markenzeichen der beiden rechtsoffenen Influencern. Wir müssen einfach dieses Wort in jeden Satz und vor jedes Wort packen. Das Markenzeichen der beiden rechtsoffenen Influencer sind Undercover-Videos. Gezielt schleusen sich Michelle und Leonard bei feministischen, queeren und linken Demos ein, um bloß Fragen zu stellen und um die Proteste zu stören. So infiltriert ein Gollan eine Demo der letzten Generation, getarnt als Ordner. Nicht gendern. Um bei Passanten Desinformation und Unmut zu verbreiten. Können wir mal einen kleinen Ausschnitt von dieser Demo sehen? Wie war so Ihr erster Eindruck von der letzten Generation? Waren Sie direkt begeistert oder hatten Sie auch Zweifel? Sofort begeistert. Ich finde diese Menschen sehr mutig. Ich bin Renate. Die letzte Generation. Genau. Wenn du nicht von Ordnern verfolgt wirst, dann halt dich fern von Renaten. Das ist ja unfassbar. Sie stoppt Fahrradfahrer und belästigt Teilnehmer mit peinlichen Gags. Hier ist wieder ein Fehler, lustige Gags. Entschuldigung, nur damit Sie Bescheid wissen, für die Umwelt wäre es besser, wenn Sie jetzt fahren, anstatt schieben. Ich wollte die Leute hier nicht behindern. Nee, das ist kein Problem. Da können Sie ruhig ein paar von umfahren. Entschuldigung, hier einmal bitte absteigen. Also auch besser für die Umwelt, wenn Sie die Beine benutzen, anstatt das Fahrrad. Gehen wir aber weiter im exzellenten Schreibstil des Autors und hören uns den nächsten Satz an, der da heißt, die interviewten Personen führt sie anschließend online vor, um sie anschließend in langen Reaktionsvideos an den digitalen Pranger zu stellen. Und wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass das, was wir gerade aufgenommen haben, im Video erscheint, dann passiert das auch nicht. Vielen Dank, machen wir weiter. Proteste zu infiltrieren, ist auch ein Teil neurechter Störungspraxis, die immer wieder auf Agitation und Zersetzung setzt. Das heißt, wir beeinflussen andere, vor allem in politischer Hinsicht. Hier steht jetzt, abgeguckt von Neurechten. Dabei verschieben die Rechtspopulisten sie mit jedem Straßeninterview den diskursiven Raum und erweitern die Grenze des Sagbaren ins Reaktionäre. Also bedeutet es, es gibt Grenzen. Das heißt, wir haben diese Grenzen überschritten und haben jetzt etwas gesagt oder gemacht, was man nicht sagen oder machen darf. Da frage ich mich jetzt, wer bestimmt diese Grenzen des Sagbaren? Wenn ihr genau wissen wollt, was es mit der neuen Meinungsfreiheit auf sich hat, das heißt die abgewandelte Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die jetzt eingegrenzt wurde und der Grenzen geschaffen worden ist, dann könnt ihr euch gerne dieses Video angucken, denn da haben wir ausführlich über dieses Thema gesprochen und über das neue Gesetz, das rausgekommen ist. Was es für Auswirkungen hat, ist wirklich gruselig. Die Interviewfetzen werden fast ausschließlich verkürzt und dekontextualisiert dargestellt, damit die Opposition wie ein Haufen verwirrter Loser wirkt.
Nein, wir reißen nicht irgendwelche Interviews aus dem Kontext. Also was heißt wir? Ich kann nur für mich sprechen. Ich mache das nicht. Aber wenn ihr euch versichern wollt, dass ich es eben nicht mache, könnt ihr mich auch sehr gerne bei Patreon unterstützen. Denn da lade ich immer alle Interviews in voller Länge hoch. Patreon ist für mich wirklich eine wunderbare Absicherung, da ich dann immer weiß, auch wenn Videos von mir entmonetarisiert, gesperrt oder gelöscht werden, dass ich immer noch mein Team bezahlen kann, was wirklich für mich das Allerwichtigste ist. Diese Hetze kommt an. So gewinnt Michelles Account in weniger als einem halben Monat knapp 6.000 neue Follower. Wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Ein Gollan ist ziemlich klein, aber ziemlich gefährlich, denn sie wächst. Das ist wirklich verrückt. Also im Juli, als der Artikel rauskam, hatte ich anscheinend noch nicht mal 50.000 Abonnenten. Krass. Und 4 Millionen Aufrufe, also nicht auf ein Video, sondern insgesamt. Und den 1,6 Millionen allein im Monat im Juni 2023 generiert. Das ist nichts Gutes, denn das heißt, dass wir beide angeblich auf YouTube großes Geld verdienen. Angeblich verdiene ich 5.700 Euro im Monat. Schön wär's. Das bisschen Internet-Hetze. Ihre Weltbilder sind reaktionär und latent antidemokratisch. Aber nur latent. Jedoch auf eine subtile Art und Weise. Leonard und Michelle wissen, wie sie den stillen Part, also ihre hasserfüllten Kernbotschaften, gut verschleiern können, um der Plattform-Content-Moderation zu entgehen und bei ihrem Publikum eine moderate Position vorzugaukeln. Und dann kommt jetzt nur noch ein Bild von mir. Genau, da habe ich mein Kanalbild geändert. Das war auf die ganze LGBTQ-Geschichte angelehnt, denn wir wollten dadurch zeigen, dass wir uns nicht dem LGBTQ oder dem, wie hieß das nochmal, Pride Month anschließen, sondern dem Stolzmonat, also, ne? Wenn ich das Fass jetzt wieder aufmache, ne? Was schnell vor allem von der jungen Alternative der AfD übernommen wurde. Das heißt, ich werde jetzt nicht nur mit der IB, sondern auch mit der JA und alles, was sonst noch irgendwo rechts ist, in Verbindung gesetzt. Schön. So langsam habe ich keine Lust mehr zu lesen. Da steht aber noch, dass ich queerfeindlich bin oder queerfeindliche Äußerungen treffe, was nicht stimmt, denn ich habe nichts gegen queere Menschen. Ich glaube trotzdem, dass es eine unfassbare Minderheit ist. Aber wie ich auch schon tausendmal gesagt habe, soll jeder machen, was er will. Mein Problem dabei ist, dass es an die Öffentlichkeit getragen wird und vor allem an die Kinder herangetragen wird. Thema Frühsexualisierung. Was möchte der Autor uns aber abschließend noch sagen? Wir seien zwei junge Internetpropagandisten, die aktuell versuchen, den rechten Kulturkampf bei jungen Menschen zu popularisieren. Das habe ich mir jetzt irgendwie nicht auf die Fahne geschrieben. Ihre Medienstrategie ist gefährlich, da sie auf Desinformation und eine subtile Form des Hasses setzt. Wieder unfassbar viele Behauptungen. Die letzte Frage des Autors anscheinend an uns ist dann, man fragt sich, was hat sie bloß ruiniert? Um diese Frage aber natürlich zu beantworten, mich hat gar nichts ruiniert. Was ich aber noch abschließend sagen möchte, ist Folgendes, meine Freunde. Mir ist aufgefallen, dass der Autor einen unfassbar großen Wortschatz haben muss, denn so oft wie das Wort rechts oder reaktionär verfasst wurde, ist erschreckend und zeigt einfach, dass man sich gut mit der Materie auseinandergesetzt hat und überhaupt nicht dafür sorgen wollte, jetzt irgendwie Hetze und Hass über uns als Personen zu bringen und uns Schaden zufügen zu wollen. Nein, das war ein durchaus sehr interessanter und spannend geschriebener Artikel. Aber Spaß beiseite, das war jetzt der erste Artikel, der sehr negativ über mich verfasst worden ist. Und naja, schauen wir einfach mal, was noch so kommt. Um es kurz zu sagen, in dem Artikel werden negative Begriffe verwendet, die mit uns gleichgestellt werden und wir werden in eine rechte Ecke gedrängt. Und es gibt keinerlei Beweise oder gute Argumentation, warum wir angeblich unsere Videos extra fälschen. Wenn man mir jetzt vorwirft, dass ich rechts bin oder dass ich transfeindlich bin oder queerfeindlich und was es sonst noch so alles gibt, dann soll man mir bitte auch Argumente und vor allem Beweise liefern. Und deswegen ist dieser Artikel voll von Mutmaßungen, Thesen und Hass. In dieser YouTube-Fassung jetzt gerade habe ich nicht jeden Satz komplett auseinandergenommen. Wenn ihr trotzdem die lange Version sehen wollt, könnt ihr mich wie gesagt gerne auf Patreon unterstützen. Aber ich bin dennoch geschockt und ich kann es euch nur schwer ans Herz legen, den Artikel mal komplett zu lesen, denn ich sag so, mit jedem Satz wird es immer besser und irgendwann habt ihr auch einen Wortschatz von zwei. Macht euch bitte immer euer eigenes Bild und recherchiert selbst und denkt vor allem selber nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!